Willkommen zum Trash Talk von Game of Thrones von der Coop-Zeitung. Ich bin Fabian Kern, Autor von Kerns Klappe, Film- und Serienblog auf coopzeitung.ch. Wir haben uns zum Serien-Highlight vom Jahr etwas Spezielles überlegt. Wir wollten besonders kreativ sein und euch die Wartezeit zwischen zwei Folgen etwas verkürzen. Und darum schwätzen wir jetzt ein bisschen über das, was in der ersten Folge passiert ist. Und schauen ein bisschen voraus, was in der nächsten Folge könnte passieren. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt und uns also aufsparen wollt, bitte jetzt wegzappen. Jede Woche habe ich an meiner Seite zwei GOT-Fans aus der Redaktion. Diese Woche sind das der Daniele aka Melisandro Durini, seines Zeichens Online-Koordinator, und der Redaktor Andreas Eugster, Spezialist für Namen bei Game of Thrones. Ja, what the fuck war für mich, was ist eigentlich los mit euch? Wieso macht ihr nicht weiter, wo ihr aufgehört habt, nämlich mit Action? Mir ist what the fuck. Der what the fuck Moment gesehen, dass ich das Gefühl hatte, ich schaue eine Folge von GZSZ. was gelegentlich vorkommt. was ist genau der Joker-Moment? Das ist so der Moment, wo man sagt, wo du das Gefühl hast, hey, stopp! Jetzt will ich eingreifen. Mach das nicht. Geh nicht dort rein oder mach das nicht oder bring den nicht um. Es hat so ein paar Momente gegeben, die ich gefunden habe, die haben sich so ein bisschen gezogen. Beispielsweise dort, wo Arya den Jon Snow sieht und sie hat ihn, keine Ahnung, wie viele Jahre nicht gesehen und ist ihn nicht sofort begrüßen. Also für mich ist der Moment, wo ich finde, hey, nein, mach das nicht, ist eigentlich Cersei. Wo sie den anderen arrogante Sack, ich weiß nicht, wie er heisst, der Onkel, du weißt es ja sicher. Ja, ich weiß es. Aber sagst du es nicht, oder? Nein, das ist... der Onkel von Sion, und der so arrogant war und gefunden hat, ich habe jetzt dann Sex mit der Königin. Und sie geht in dem Moment wirklich. Sie geht wirklich mit ihm in die Kiste. Und ich fuhre, mach's nicht. Hast du Pirat geschrieben? Was ist das? Mit Schwanz. Nein! Ja, aber das ist ja noch, es ist noch okay. Also bei Game of Thrones muss man ja angeben, wer noch einen hat und wer nicht. Oder? Also eben, ich fange mal an, weil ich bin am wenigsten spektakulär, weil eigentlich ist es keiner. Diese Folge war so langweilig gewesen, es hat sich keiner auf den Test gewagt. Der Einzige, der etwas gewagt hat, ist der John, wenn er auf dem Drachen reitet, aber darum ist der Bronn, hat immerhin mit drei Frauen können Sex haben, also fast zumindest. Aber ja, mehr kann ich zu dem nicht sagen, es war langweilig. So. Ich habe mich für eine Gendry entschieden, das ist, der Baratheon-Bastard, nicht? Du weißt es, ja, das du ist der Kleine, gewusst, oder? Der Schmied? Der Schmied, ich habe gefunden, er ist so der Einzige, okay, der einfach gerade so das Problem erkannt hat und sich an die Arbeit gemacht hat, während alle anderen umgezickt haben oder irgendwelche familiären Probleme, wo wir gelaufen sind. Ja, mein Held ist eben der Pirat mit Schnauze. Ich weiss eigentlich den Namen, aber verrotet es euch nicht. Das ist der, der auf dem Schiff kommt und nachher zu der Cersei geht. Und er ist mein Held, weil er ist so eine arrogante irgendwie, wo immer alles bekommt, was er will. Und irgendwie finde ich das noch cool an dem. Also ich habe die genommen, ich habe Khaleesi genommen, weil mit einem Ei, muss ich mal meine Robe abziehen. Weil sie eigentlich, außer dass sie die ganze Folge umgebitscht hat, eigentlich am Schluss auch noch degradiert wird. Und sie weiß es noch nicht einmal. Also sie hat eigentlich für mich so auf ziemlich jeder Strecke verloren. Also ich habe Jon Snow genommen, weil er irgendwie, er ist nicht mehr so der harte Macke, den er immer gesehen hat, sondern irgendwie so ein Weichei geworden in dieser Staffel oder in dieser Folge. Es ist langweilig, aber ich bin auch beim Johnny Boy. Weil halt, ja. Also ich könnte zwei nennen. Ich sage jetzt mal den Jon Snow, weil er halt einfach der Loser war am Schluss. Ich meine, er erfährt als Letztes, dass er mit seiner, was ist sie jetzt? Daenerys? Schwester, Tante, oder? Schwester oder Tante, jedenfalls einfach sicher blutsverwandt, dass er ein Targaryen ist und mit seiner Schwester knallt. Das ist halt unschön zu erfahren von seinem besten Freund noch. Hoffentlich Action.
Bitte. Sex, Action, also wir unbedingt mal wieder Leute sterben. Also ich bin, was ich ehrlich gesagt gespannt bin, ist, was der Bronn für einen Auftrag gefasst hat mit dieser Armbrust. Weil das habe ich nicht ganz geschnallt, ehrlich gesagt. Plus, wie der Theon empfangen wird in Winterfell, den er ja übernommen hat und die Kinder abgefackelt hat. Ist das eine Wiedergutmachung? Ist das ein grosser Fehler? Ich weiß es nicht. Arya, ich weiß nicht, sie ist noch nie in eine gefährliche Situation gekommen, eine richtig gefährliche Situation für sie. Und sie macht das geschickt und ich habe das Gefühl, sie wird am Schluss als Einzige überleben, weil sie sich immer so ein bisschen hintendurch aus allem raushaltet und so ihren Weg durch die ganze Serie durch für als sich einzige, selber bahnt. So. Als Einzige überleben sagst du? Ja. Das ist mal eine Aussage. Gut. Ich schließe mich hier ein bisschen an, weil die sind ja eigentlich blutsverwandt. Aber ich glaube, es wird ihre Schwester sein. Weil Sansa so ziemlich in allen Staffeln das absolute Opfer war. Und auch wenn sie jetzt so ein bisschen als Notnagel überkommt, also nicht im sexuellen Sinn, glaube ich, dass sie am Schluss wird auf dem Thron sitzen. Einfach weil mir klar ist, dass der Jon Snow wird sterben, dass Daenerys wird sterben. Und darum glaube ich, zumindest wird sie Winterfell besitzen oder weiterhin in einem Alten. Das kann man auch vorstellen, dass sie Winterfell hat. Aber ich glaube, am Schluss hockt eben der Zwerg vom Thron. Stand jetzt. Ich habe immer noch im Hinterkopf noch den Jaime. Der ist immer noch so ein bisschen mein Geheimfavorit. Aber Stand jetzt, dunkelt es mich, macht es der Tyrion, macht es rennen. Weil, ja, er könnte irgendwie am Schluss so ein bisschen den Kompromiss sein zwischen Stark und Targaryen, dass du halt gleich einen Lannister nimmst. Und wenn du einen Lannister nimmst, dann nimmst du nicht Cersei und nicht den Jaime, sondern eben den, der noch mit allen kann.